Ja, hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Die weiße Kiste ist am Start. Was bedeutet das? Aufgebrauchtes Video. Richtig. Ihr merkt, es ist wieder ein bisschen was. Und falls euch wie immer meine Meinung, Störgefühle und positive Erfahrungen zu den Produkten interessieren, dann bleibt gerne dran. Es ist so viel Zeug. Fangen wir direkt an mit einem Ocean Salt Peeling von Lush. Ich mochte das an sich echt gerne. Ich habe es mir aber tatsächlich bewusst jetzt mal nicht nachgekauft, obwohl wir letztens erst in einem Lush waren. Ich bin standhaft geblieben. Ich möchte erstmal weg von den physischen Peelings, einfach um es für mich auszuprobieren. Deswegen habe ich es mir nicht nachgekauft, obwohl ich es eigentlich ganz gut fand. Und es hat halt super dann gehalten. Also es hat, glaube ich, ein Jahr jetzt gehalten. Marc hat es ein bisschen mit benutzt. Ich habe es manchmal auch vom Körper verwendet, aber eher selten hauptsächlich fürs Gesicht. Dann ein Produkt, wo ich ja sagen muss, dass ich mich tatsächlich überrascht, dass ich es mochte, von Balea, die Fußsockenmaske. Ich würde mir an sich so ein Produkt niemals kaufen, weil ich Füße eklig finde. Aber wir waren ja auf der Gamescom und Leute, da läuft mal so viel und steht so viel und danach, ich war so durch, ich habe ja keine gescheiten Schuhe. Und danach hatte ich die drum und ich fand echt, dass es einen guten Effekt hat und ich bin schockiert darüber, dass ich das finde. Dann sind es leer geworden von Nature Box, das Duschgel aus dem Goodie Bag von der Glow. Boah, ist halt ein Duschgel. Ihr seht in meinen aufgebrauchten Videos immer im Verhältnis wenig, verhältnismäßig wenig Duschgel. Das liegt tatsächlich daran, dass ich keinen Wert groß auf Duschgel lege. Solange ich nicht darauf allergisch reagiere, ist mir das eigentlich Bums. Und oft benutze ich einfach Marks mit und dann schmeißen wir das weg. Und deswegen seht ihr bei mir kaum Duschgel. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, dass die kosten. Ich hatte schon mal eins von Nature Box mal gekauft. Aber das war so okay, habe ich so in Erinnerung. Also ich würde es, glaube ich, nicht nachkaufen. Wie gesagt, aus dem Grund ist halt Duschgel. Und dann wieder leer geworden von Garnier ist hier das Micellenaktivwasser. Diesmal das rosa, ne? Ich habe mir aber das grüne nachgekauft. Also ich benutze ja das Micellenwasser von denen schon relativ lang. Und ich finde es immer noch gut. Habe mir aber das grüne nachgekauft. Tatsächlich, das hier ist, glaube ich, das für empfindliche Augen. Und ich finde aber tatsächlich das grüne nicht so aggressiv wie das. Das Lager von Vision Max Kombi-Lösung. Leute, ich habe ja früher Monatslinsen gehabt und da habe ich echt viel von dem Zeug gebraucht. Dann bin ich auf Tageslinsen und von eine Brille umgestiegen. Und jetzt brauche ich das eigentlich nur noch für meine farbigen Kontaktlinsen, weil, Kinas, ich trage die auch, weil ich schlecht sehe, ne? Nicht nur, weil ich das hip und cool finde. Und es hat so lange gehalten und ich bin froh, dass es klar ist. Ich hätte mir gerne eine kleinere Packung gekauft, die sieht jetzt mittlerweile anders aus. Die ist jetzt nur geringmäßig kleiner. Ja, wie gesagt, ich brauche eigentlich gar nicht mehr so viel davon. Was ich nicht gut fand, ist von No Makeup. No No Makeup? Ist das ein doppeltes No? Also auf jeden Fall hier diese ja, Feuchtigkeitscreme. Wir haben die auf der Glow gewonnen. Auch noch alle beide. Ich war so froh, nachdem es irgendwie jetzt aufgebraucht war, Leute. Also für meine Haut war es einfach nichts. Ich glaube tatsächlich einfach für trockene Haut gedacht und nicht für eine Haut. Wie mich. Ich weiß nicht. Ich habe dann das Gefühl gehabt, es legt sich so auf die Haut drauf und dann schwitzt man, obwohl man gar nichts tut. Und irgendwie, ich mochte es nicht. Ich habe die zweite Verpackung jetzt weiter verschenkt an jemanden mit trockener Haut. Den hat es mit einmal bei mir getestet und fand es ganz gut. Und jetzt gucken wir mal, ob es bei ihm besser funktioniert. Für mich hat es auf jeden Fall nicht getan und ich würde es mir jetzt auch nicht kaufen. Was auch nicht funktioniert hat und mir nicht mehr kaufen würde, ist hier, das ist für die Wimpern, das ist aus einer LE von der No Filter Needed, oder weil die Young LE, das sollte die Wimpern länger haben, das hat überhaupt nichts getan. Falls ihr mein Experiment gesehen habt, volle Pflege versus kaum Pflege, beziehungsweise nur Wasser, da habe ich das benutzt, ist nichts für mich getan, das war Geldverschwendung. Auch ein Produkt, was ich mir nicht nachkaufen würde, ist hier das Setting Spray von Catrice aus der Malacareza. Oh, jetzt geht dieser Kram wieder los mit, wie spricht man das aus? Das Setting Spray, das hat komisch gerochen und ich mochte es nicht. Ich mochte das aus dieser, mit dem grünen Deckel, also mit diesem türkisenen, wo diese Tropfen drauf sind. Das mochte ich super gerne, das habe ich mir dann auch nachgekauft. Und deswegen hatte ich eigentlich ziemlich hohe Erwartungen an das hier. Aber ich bin so froh, dass es leer ist. Ich bin so froh, dass es leer ist. Würde ich mir auch nicht nochmal kaufen, wenn es warum auch immer nochmal käme. Vielleicht hätte ich das Make-up ein bisschen zusammenlegen sollen. Das wäre vielleicht ganz clever gewesen. Was auch leer geworden ist... leer geworden, was ich aufgebraucht habe. Hier dieser Schwamm von Real Techniques. Das ist dieser doppelte. Ich wechsle meine Schwämme ziemlich regelmäßig aus und ich habe mir jetzt wieder den ganz einfarbigen gekauft. Also den fand ich jetzt auch nicht schlecht, aber den einfarbigen mochte ich mehr. Ich finde die Schwämme von Real Techniques ziemlich gut und benutze die auch gerne.
aus dem Slayer geworden von Clinique, die High Impact Mascara. Das war so ein Testing. Das war irgendwo dabei. Ich fand sie okay, aber ich will gar nicht wissen, was die in einer normalen Größe kostet. Und würde mir das wahrscheinlich auch nicht kaufen. Also ich benutze ja immer diese gelbe von Maybelline. Mit der bin ich happy. Deswegen, ja. Außerdem habe ich von Kat Von D den Tattoo Liner aufgebraucht. Den habe ich ja damals auf Empfehlung hingekauft, weil ich auf der Suche war nach einem guten Eyeliner. Der ist jetzt leer und ich wollte ihn mir nicht nachkaufen, weil ich zum Schluss immer unzufriedener wurde. Es kam halt kaum eine Farbe raus, obwohl man ja gemerkt hat, dass noch was drin ist. Ich fand die Spitze, fand ich gut. Ich habe mir jetzt einen von Essence gekauft, auch auf Empfehlung hin. Upsa. Allerdings komme ich mit der Spitze nicht so zurecht, da bin ich ein bisschen dumm zu. Ich bin nicht so Eyeliner begabt, was man heute auch wieder sieht. Und ja, also ich habe mir den jetzt nicht nachgekauft. Dann ist leer geworden auch Produkte, ist ein bisschen glow-lastig, auch Produkte, die wir auf der Glow bekommen haben von Luvos, und zwar Masken. Die fand ich tatsächlich ganz okay. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die mir kaufen würde, das ist einmal hier so mit Heilerde und so. Ich finde das dann immer, die wieder von Haut runter zu bekommen und so. Manchmal hat man schon einen schönen Effekt, aber halt nicht immer. Und muss sagen, man produziert ja trotzdem Müll. Vielleicht nicht so viel wie bei einer Tuchmaske, aber trotzdem ist es Müll. Und ich glaube, das wäre mir den Effekt nicht wert. Was ist leer geworden hier von Baptiste? Das war, in dem Glow Goodie Beutel. Das Trockenshampoo, das fand ich tatsächlich ganz gut. Also ich bin ja nicht so der Trockenshampoo-Mensch, aber ich fand es gut. Also wenn ich mir nochmal Trockenshampoo kaufen würde, dann das. Auch leer geworden ist von Balea das verbündende... Das ist so ein Duftbad-Ding, so ein Badezusatz. Ich fand, es hat gut gerochen, es hat gut funktioniert. Das ist halt ein billiger Badezusatz. Was soll der jetzt halt auch wegen des tun? Dann habe ich auch zwei Duftproben leer gemacht. Da muss ich jetzt gerade noch mal kurz dran schnuffeln. Ich habe mir angewöhnen wollen, so Zettel dran zu schreiben, wie ich die Produkte fand, wenn es zu lange her ist. Ja, da kann ich nicht mal was zu sagen, weil ich nicht weiß, wie es riecht. Ganz toll. Und dann ist noch leer geworden. Ich geschenkt bekommen, süß, ne? Ist auch ein Badezusatz, den fand ich ganz goldig. Dann hier die von Pantene Pouvi, die Maske, die habe ich, glaube ich, auch auf der Glow bekommen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber die fand ich gut. Ja, so eine Repair-Maske für die Haare, fand ich gut. Und hier, das ist so ein Testing, das habe ich bekommen, als wir in Paris waren, in dem Sephora. Mit dem anderen, was bei Test bekommen, eine allergische Reaktion. Das hatte ich mit dem jetzt nicht. Das ist so eine Maske. Und also als Testing ganz gut. Aber jetzt auch so ein... Ich glaube nicht, dass ich mir ein groß... nicht ein groß kaufen würde. Boah, da sind wieder 8 Minuten über Müll gesprochen, ne? Aber jetzt kann ich es immerhin auch sortieren, was ich, welche Verpackung ich behalten möchte und welche nicht. Und das kann ich wenigstens wegschmeißen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen interessiert, was ich für Produkte zu sagen habe. Es wäre doch einiges auch von der Glow leer geworden und auch so ein bisschen durch Kosmetik. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut! So ein Einspieler findet ihr jetzt die nächsten 3 Wochen sozusagen noch, sprich jeden Dienstag im November in meinen Videos hinten dran, denn ich habe 4 Verlosungen für euch. Was ihr alles gewinnen könnt, habt ihr schon ganz grob in dem Einspieler eben gesehen. Es gibt jeweils ein Päckchen und ich erkläre euch natürlich nicht nur, was ihr gewinnen könnt in den Einspielern, sondern auch, was ihr tun müsst und wie lange die Verlosung geht und alles andere, was vielleicht wichtig ist. Dann würde ich sagen, wir fangen jetzt gleich mal mit der ersten Verlosung an. Fangen wir an mit der ersten Verlosung und heute geht es um diese Box hier. Und zwar um eine Eyeshadow-Palette von Essence, eine Blush-Palette von Makeup Revolution, 2 Nagellacke in, ja, vielleicht noch ein bisschen Sommerlichtfarben, 2 Lippenprodukten
Paketen von Manhattan und einem Braid Bow. Was ihr tun müsst, wenn ihr das Paket gewinnen wollt, ist eigentlich relativ wie immer: Abonnieren meines Kanals, dem Video einen Like da lassen und einen Kommentar mit Hashtag Erdmännchen da lassen. Und in den Kommentar, bleibt's gut, schreibt mir bitte auch noch dazu, was euer Lieblings-Make-up-Produkt ist. Ich wollte mir aber noch ein bisschen was anderes einfallen lassen, außer nur so das übliche Terz. Deswegen ein bisschen was anderes müsst ihr alle 4 Verlosungen machen. Aber ich denke, das ist voll machbar. Also Abonnenten, liken, Hashtag Erdmännchen in die Kommentare zusammen mit, was ist euer Lieblingsprodukt. Falls ihr euch nicht schminkt, das zählt auch, das ist kein Problem. Die Verlosungen gehen immer eine Woche, also von Dienstag bis Dienstag. Und dann im Rahmen um den Donnerstag rum werden die Gewinner dann in der Infobox bekannt gegeben und haben dann Zeit, sich bei mir zu melden. Die genauen Daten findet ihr aber alles nochmal in der Infobox. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch ganz viel Erfolg und wir sehen uns beim nächsten Einspieler im nächsten Video.